deine Straßen und Plätze, die Menschen darin, deine Sitten und Bräuche bedeuten mir viel. Du bist Vater und Mutter und Tochter sogar. Und wenn ich mal weg war, du bist mir so nah. Ach, du bist mein Gefühl. Hier darf ich es sein, nur bei dir, da fühle ich, ich bin nicht allein. Die Menschen, die Kinder, ob groß oder klein, sie sagen immer wieder, hier bist du, allein. Ach, du bist dein Gefühl, ach, du bist mir so viel. Die ganze Veranstaltung geht ja jetzt erstmal richtig los in die letzten Tage rein. Ich habe die Nachrichten gesehen, Wetter ist gut, Sonne scheint weiter. Schnee haben wir uns Rosenmontag verbeten. Ich hoffe, der liebe Gott hält sich dran. Einmal klappt, zweimal nicht. Aber auf jeden Fall wird ein toller Zug und ich kann den Hammern nur sagen, nur bewegt euch, kommt an den Straßenrand, macht mit und meckert nicht hinterher rum. Alles Gute, hello! 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 Obermeister! Und alle mit! So, die Prinzessin, die endlich war. Da bin ich mir so friert. Und ich bin... Das finde ich unheimlich.
etwas mehr und wäre bald schon Millionär. Dann wär ich unwahrscheinlich reich und würde mich zu einem Scheich. Dann machte ich nen Harem auf und täglich tierisch einen drauf. Ich träum Tag ein Tag aus davon, wie ein Scheich zu leben. Fest für mich das ganze Jahr. Hey! Denn könnte ich jeden Tag im Mars, dann fände ich unheimlich scharf. Dann hätte ich täglich etwas mehr und wäre bald schon Millionär. Dann bin ich unwahrscheinlich reich und würde mich zu einem Scheich. Dann machte ich schon toll, zu arbeiten brauchte ich kaum. In meinen Sorgen brauch mir nicht zu morgen, doch leider ist alles ein Traum. Doch wenn ich jeden Tag im Land, dann fände ich schon ziemlich scharf. Dann hätte ich täglich etwas mehr und wäre bald schon Millionär. Dann wäre ich Du bist immer so schlau, ne? Wahrscheinlich schlauer als du. Weil wir testen, wie schlau du bist? Ja komm, mach. Wir wollen allen singen. Habe ich mal drei Fragen an dich? Ja. Was hinterlässt die Kuh auf der Weide? Frage Nummer eins. Die Kuh auf der Weide. Die Kuh auf der Weide hinterlässt einen Kuhfladen. Boah, ist der schlau. Frage Nummer zwei. Was hinterlässt ein Pferd im Galopp? Ein Pferd im Galopp? Ein Pferd im Galopp? Ein Pferdeappe. Auch richtig, ja, ist der schlau. Dritte und letzte Frage, wer erfand das Penicillin? Penis was? Penicillin. Penicillin. Das weiß ich jetzt nicht. Habe ich mir gedacht, mit dem kann man sich nur über Scheiß unterhalten. Also! Peace out.